Hi zusammen und herzlich willkommen heute hier zum Monatsabschluss für den August. Der Monat ist so gut wie rum. Ein paar Tage sind noch da. Ich nehme das ja heute hier am 25.08. am Sonntag auf. Genau, und ich habe noch nicht irgendwie geguckt oder so. Das mache ich ja immer dann direkt mit euch, quasi live. Aber ich habe im Gefühl, der Monat ist gut gelaufen. Klar, es gab natürlich Ausgaben. Ich war mit den Kindern von meiner Schwester im Ausflug. Na, der hat natürlich Geld gekostet, verhältnismäßig wenig, wie ich finde. Na, und das eine oder andere ist natürlich irgendwie passiert. Aber ich finde, es war nicht viel. Und allgemein auch die Wochenbudgets laufen richtig, richtig gut. Also ich komme richtig gut durch. Oder richtig gut durch die Wochen einfach mit einem gut gesetzten Budget, was sich irgendwann eingependelt hat und was wahrscheinlich echt noch ja, Luft nach unten hat, sag ich mal. Ne? Also so was das Lebensmittelbudget betrifft, passt das eigentlich mehr als gut. Ich werde das aber trotzdem erstmal so belassen bei 35 Euro die Woche. Mal gucken. So, ich werde vielleicht zum Ende des Jahres mal so ein bisschen durchblättern und schauen, ob das Sinn ergibt, das vielleicht nochmal um 5 Euro zu reduzieren, also 30 Euro die Woche. Vielleicht mache ich auch schon eher. Ich guck mal, weil eigentlich bisher, ja, ist es doch immer sehr gut ausgegangen oder sehr gut gelaufen. Ja, und ansonsten bin ich, also ich gehe auf jeden Fall mit einem richtig guten Gefühl aus dem Monat raus. In dem Monat ist habe ich persönlich viel geschafft, für mich viel geschafft. Ich hatte ja 2 Wochen Urlaub, da kann man so einiges machen und einiges schaffen, ne? Sei es irgendwie Steuererklärung oder Girokonto wechseln zu einer anderen Bank, wo man einfach moderner ist, sich wohler fühlt. Ne? Damit meine ich die Engdiba, habe ich ja jetzt schon ganz oft erzählt. Also ich bin da echt gehypt, ich finde es super und ja, freue mich da, das jetzt auch einfach mal so spontan in Angriff genommen zu haben. Und ja, das sind halt immer so alles so Kleinigkeiten. Na, die Sonnenbank zum Beispiel habe ich jetzt gekündigt. Na, die läuft dann jetzt im März aus. Da gucke ich dann mal, wie es da weitergeht. Weil im Moment habe ich da zum Beispiel gar keine Lust hinzugehen. Also ist halt auch wirklich so ein Lustding. Ich könnte es schon irgendwo so ein bisschen vertragen, so entspannungsmäßig auch und so für die Haut und so. Na, solange man es nicht übertreibt. Aber ich denke, dieses Abo ist nicht nötig. Und wenn ich dann irgendwann mal Bock habt, da hinzugehen, dann kann ich das halt auch so mal vom Taschengeld irgendwie bezahlen oder so. Von daher denke ich, ist das so ganz gut. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Nächstes Jahr habe ich dann auch die Möglichkeit, mich bei meinem Internetanbieter zu melden, weil dann läuft nämlich mein Vertrag aus. Und ich muss mal eben die Lampe hier. Ach, besser. Die hat mich echt geblendet. Nee, ich kann mich nächstes Jahr, ich glaube im Januar oder so, ich habe das im Kalender vermerkt, bei meinem Internetanbieter melden. Da läuft mein Vertrag aus und kann den dann entweder verlängern, je nachdem, mal gucken, was die mir da vielleicht für ein Angebot machen, sprich, ne, günstiger. Und dann vergleiche ich das mal mit anderen Anbietern. Und entweder bleibe ich dann da oder wechsle dann, wenn ich da irgendwo anders bessere Konditionen bekomme, da gucke ich mal. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mein Festnetztelefon schon vor einiger Zeit abgeschafft. Und da sagte die Dame mir am Telefon, dass man das dann auf jeden Fall schon günstiger machen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ne? Selbst wenn es jetzt nur 5 Euro sind. Ich hatte mal bei anderen Anbietern geguckt. Ich zahle jetzt im Moment 45 Euro. Habe aber auch eine 200.000er Leitung. Und da hatte ich mal bei anderen Anbietern geguckt, da bin ich dann günstiger irgendwie in den ersten 6 Monaten oder so. Und danach geht das alles rauf dann auf 50 Euro teilweise bei so einer Leitung, die ich auch gerne behalten möchte. Schon allein fürs Zocken ab und zu und so ist das schon nicht schlecht. Und auch hier mit YouTube macht sich das bemerkbar. Ne? Also man braucht jetzt keine 100 Jahre, um so ein Video hochzuladen und so. Ne, das sind natürlich alles so Sachen, wenn man das einmal hatte, will man da jetzt auch ungern drauf verzichten, nur weil es dann günstiger ist. Also ein paar Sachen, die können ruhig schon bleiben. Ne, ich meine, ich will es ja nicht sagen, ne, weil ich habe es jahrelang gesagt, aber ich gehe ja auch schließlich arbeiten. Ne? So ein bisschen was darf man schon beibehalten. Ich habe ja alles andere schon so weit reduziert.
Ja, und dann, ne, mal gucken. Aber günstiger wird es auf jeden Fall. Das wurde mir da schon gesagt, halt wegen dem Festnetz, wenn ich das dann wegpacke. Also ist ja schon weg. Physisch ist es schon weg. Es ist halt noch im Vertrag drin, nur da kann es jetzt nicht raus, weil der Vertrag halt noch in der Laufzeit ist. Genau. Und ansonsten, ja, ich bin ja immer am Hin und Her überlegen, ob es noch irgendwas gibt. Jetzt hatte ich kürzlich mal überlegt, als ich die Kontodaten überall geändert habe, bei allen möglichen Firmen, wo ich ja, die ja bei mir abbuchen, war ich dann auch auf Netflix. Und dann habe ich überlegt, nimmst du vielleicht den noch günstigeren Tarif? Dann hast du zwar Werbung mit drin in deinen Filmen, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde, weil auf Prime zum Beispiel haben die jetzt überall Werbung reingeknallt. Und die ist jetzt halt so wild. Also weiß ich nicht, da kommt die halt ab und zu mal. Ich gucke jetzt im Moment eine Serie, wenn ich Zeit habe. Die hatte ich schon mal geguckt. The 100 heißt die. Und die fand ich richtig gut. Und jetzt habe ich gedacht, ich fange die mal wieder an. Weil ich hatte jetzt, das sind dann so Serien, die kenne ich dann schon und die gucke ich dann immer so nebenbei, wenn ich irgendwie den Haushalt mache oder wenn ich Sport mache, läuft das dann nebenbei. Und da brauchte ich jetzt wieder einen und da habe ich damit The 100 wieder angefangen. Vorher hatte ich die Gilmore Girls geguckt zum 54. Mal in meinem Leben oder so und das war jetzt vorbei. Genau, und da lief dann halt auch Werbung, zumindest bei The 100 jetzt, weil das ist Prime und das stört mich jetzt überhaupt nicht. Aber ich habe das jetzt nicht gemacht, weil da auch dabei stand, dass halt manche Filme oder Serien nicht abgespielt werden können in dem Abo-Modell. Weil die da, ich glaube, der Hintergrund ist eben, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ich meine, ich hätte das aber gelesen, der Hintergrund ist, die können dann bei bestimmten Filmen oder Serien keine Werbung zwischenschalten. Und aus Gründen. Und aus dem Grund kann man sich die dann auch nicht angucken. Und das finde ich blöd. Weil ich nicht weiß, in welchem Umfang das ist. Und das fände ich jetzt blöd, wenn ich da mir gerne was angucken möchte. Ich gucke halt auch öfter gerne mal so alte Klamotten, so alte Schinken. Ich gucke auch super gerne Filme, so Trash-Horror-Filme, die ich schon 700.000 Mal gesehen habe. Und die laufen dann so nebenbei, wenn ich mal, ja, keine Ahnung, dann hier Feierabend habe und dann Sport mache und irgendwie so, ne? Einfach damit was im Hintergrund ist. Und wo ich dann ab und zu mal hingucken kann. Und wenn dann solche Filme oder Serien dann irgendwie auf einmal gesperrt sind, fände ich das schon echt doof. Und meine Eltern sind ja Mitnutzer bei Netflix. Da habe ich gesagt, so, ich trage die da als Mitnutzer ein. Das kostet ja 5 Euro mehr dann im Monat. Und habe dann auch gesagt, so, komm, das bezahle ich für euch. Und ja, wenn die jetzt da auch nicht dann irgendwie alles gucken können, ich fände das so doof irgendwie. Und deswegen habe ich es da nicht gemacht. Wie gesagt, Werbung hätte mich nicht gestört, aber diese eine Einschränkung, dass dann bestimmte Serien oder Filme mit so einem Schloss versehen sind, fände ich dann irgendwie doof. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Also keine Fixkosten reduziert. Es wäre fast so weit gewesen. Naja, auf jeden Fall so viel dazu. Man guckt immer, man überlegt immer. Oder ich zumindest. Und im Moment ist es so, wie es ist. Ich kann da gerade nicht viel verändern. Ich muss da ein bisschen die Zeit arbeiten lassen. Ab nächstes Jahr wird sich da wieder ein bisschen was reduzieren. Was schön ist. Auf jeden Fall 30,90 € durch die Sonnenbank. Und vielleicht so ein Fünfer oder so für den Telefonanschluss oder hier Internet. Mal gucken. Vielleicht auch mehr, wenn ich den ganzen Anbieter wechsle. Aber das muss ich dann sehen, wenn die mir gesagt haben, was sie mir anbieten können. Ja, und somit würde ich sagen, starten wir doch mal rein in meinen Monatsabschluss. Ich bin gespannt, weil der Monat gut lief, denke ich, habe ich am Ende ein gutes Ergebnis. Ich kann in letzter Zeit, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, nicht immer ganz so wahnsinnig viel in die Umschläge verteilen in bar. Es geht ja schon immer 500 € pauschal weg für den ETF, für die zwei Tagesgeldkonten. Und bar ist ja im Moment immer so 300, 400 €, 500, wenn ich Glück habe. Ne, ja, das ist halt so. Ne? Also ich habe ja noch den Nebenjob dabei und das reicht. Also jetzt da nochmal wieder mehr zu machen beim Nebenjob. Wäre mir dann auch zu viel. Na, also ich ziehe das ja jetzt schon ein Jahr lang, über ein Jahr lang durch, dass ich ja quasi immer eine 6-Tage-Woche habe, 5 Tage 40 Stunden im Büro und dann noch den Samstag mit Putzen.
Und mehr ist da jetzt im Moment einfach nicht drin. Das packe ich nicht. Ne? Also ich habe ja dann auch noch hier YouTube. Das nimmt auch Zeit in Anspruch. Und ich habe noch ein Privatleben. Ne? Also ich habe ja auch noch meinen Freund, ich habe noch meine Katzen, ich habe meinen Sport. Ne? Also so in der Woche sieht das immer so aus. Ich komme von der Arbeit, bin spätestens, aller spätestens um 6 Uhr zu Hause, halb 6, 6 Uhr. Und dann mache ich Sport und dann ist Sport vorbei. Dann esse ich vielleicht noch eine Kleinigkeit oder trinke meinen Shake. Dann bin ich noch eine Stunde irgendwie mit irgendwas beschäftigt und dann gehe ich schon ins Bett. Also ich bin meistens in der Woche schon so um 9, halb 10 im Bett, weil ja, na, arbeiten, 1,5 Stunden Sport, da ist man dann hinüber. Na, genau. Und hin und wieder hat man dann ja noch andere Sachen. Na, dann trifft man sich vielleicht mal mit Freunden noch und ja, das gehört ja dann auch noch so ein bisschen mit dazu. Genau, deswegen so vom Arbeitspensum her ist es das jetzt. Also mehr wird nicht, also mehr werde ich einfach nicht machen. Von daher, ja. Ist das halt mit dem Budget dann immer so ein bisschen variabel, natürlich immer durch den Hauptjob, durch die Prämie, die ich da bekomme. Aber ja, das kann ich halt immer wirklich echt nur in Teilen so beeinflussen, ne? Da habe ich jetzt nicht immer so viel Einfluss drauf. Genau, und deswegen muss ich es so nehmen, wie es kommt. Und ich denke, ich kann mich aber trotzdem ja glücklich schätzen. Es ist Ich kann viel sparen, ne? Also ich darf immer nicht diese 500 € vergessen, die so schon immer direkt vom Konto weggehen. Und das, was ich hier dann noch bar spare, ist auch viel. Und ja, mal gucken, wie es so wird. Also ich werde auf jeden Fall das Putzen weiter durchziehen. Also da werde ich auf gar keinen Fall mit aufhören. Einfach bis mindestens bis der Kredit weg ist. Oder wer weiß, vielleicht geht vorher die Firma da pleite oder nein, glaube ich nicht. Nein. Aber man weiß ja nie. Ne? So, ist halt ein Nebenjob. Ne? Nebenjob ist was anderes als ein Hauptjob. Ne? Nebenjob kann halt von heute auf morgen vorbei sein. Da gibt es halt nicht keine großartigen Kündigungsfristen oder sonst irgendwas. Zumindest nicht bei dem, den ich da jetzt habe. Ne? Also von daher. Aber gut, solange es so weiterläuft, ist das okay für mich, vor allem weil es dann halt nochmal ein kompletter Gegensatz ist zu dem, was ich den ganzen Tag im Büro mache. Ne, da habe ich dann nochmal Bewegung, ja, keine Verantwortung in dem Sinne, dass ich halt auch Kopfarbeit leisten muss oder sowas. Ne, also es ist ja beim Putzen nicht. Ne, da ist es halt wirklich, ja, Gehirn ausschalten, machen. Und nach Hause fahren, ne, so ungefähr. Und das ist dann eigentlich auch nochmal so eine ganz andere Art, weil ich könnte jetzt zum Beispiel nicht an einem Samstag noch irgendwas mit Büro nebenbei machen. Irgendwie. Das wäre dann übelst zu viel einfach für den Kopf. Ne? Und deswegen ist das schon so ein guter Ausgleich. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich da meine. Na, jetzt dann irgendwie samstags noch irgendwelche Daten erfassen oder was weiß ich was. Oder irgendwo telefonieren oder so. Nee. Da würde ich, glaube ich, zu viel kriegen, weil das mache ich schon die ganze Arbeitswoche hinweg, ne? Viel mit dem Kopf arbeiten und so. Und irgendwann braucht auch das Gehirn mal so ein bisschen Ruhe. Okay, so, genug erzählt. Genug erzählt. Ich würde sagen, wir starten in meinem Monatsabschluss. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Und deswegen sage ich, ja, würde ich sagen, ich sage, wir legen los. In der gewohnten Ansicht. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Hallo, ihr Lieben. Hi. Und herzlich willkommen hier zum Monatsabschluss. So, mein Gott. Jetzt habe ich aber echt Wortfindungsstörungen irgendwie, ne? Gerade auch. Aber genau, nichtsdestotrotz machen wir den Monatsabschluss. Und wir gucken jetzt erstmal hier rein. Wir gucken jetzt erstmal hier rein, was ich denn. Ich glaube, den Taschenrechner brauchen wir jetzt auch noch nicht. Was ich denn so ausgegeben habe in meinen Spartöpfen, obwohl das ja gar nicht notwendig ist eigentlich, ne, dass wir hier reingucken, weil hier habe ich ja alles aktuell.
Und ich habe ja hier immer alles aufgeschrieben, ne? Das heißt, ich habe ausgegeben hier gar nichts. Geschenk habe ich auch nichts ausgegeben. Weihnachten natürlich auch nichts, Friseur auch nichts, Restaurant auch nichts. Gesundheit habe ich 50 € ausgegeben. Ausflüge habe ich 150 € ausgegeben. Nichts, nichts, nichts. Nichts natürlich und hier auch nicht. Ja, das war's. Das waren meine Ausgaben in den Spartöpfen. Ja, das ist also im Verhältnis, ne? So, ich glaube, der letzte Monat, der war ganz krass. Da, genau, da habe ich recht viel ausgegeben. Im Verhältnis also wirklich gar nicht viel, ne? Ich muss aber trotzdem mal gucken, ob die Ist-Zustände hier noch in Ordnung sind, was ich aber wiederum im neuen Budget machen kann, weil da habe ich das ja jetzt gerade erst gemacht. Genau, so, da haben wir da noch 50 drin, 360, das passt, 50, 100. Das passt auch. Ausflüge 50 passt auch. Das sollte eigentlich so hinhauen, ne? Ja. Okay, dann ja, ist es im Prinzip diesmal wirklich relativ einfach. Hier haben wir habe ich 600 € drin. In Geschenke sind 50. Weihnachten 360. Friseur 50. Restaurant 100. Gesundheit sind 50 drin. Ausflüge sind 50 drin. Luxus 50. Technik nichts. Wohnung 30. Notgroschen 300. Tagesgeld 2600 das erste. Das zweite 1900. Und im ETF 2200. Was aber eigentlich 2400 sind, aber ich mache die Zinsen hier nicht mit drauf. So, und dann gucken wir jetzt einfach mal, was denn hier am Anfang des Monats also beim Cash-Stuffing ja quasi der Ist-Zustand war. Und das stellen wir dann mal gegenüber. So, 7.765 €. So, und jetzt zähle ich hier noch zusammen, was ich reingepackt habe insgesamt. €775. So, und abgegangen sind insgesamt 200 €. Und ich rechne jetzt einfach mal das zusammen. Dann können wir hinterher auch prüfen, ob das dann auch richtig ist. Ups, dazu muss man das natürlich richtig in den Taschenrechner eingeben. So, insgesamt 8.340 €. Ich rechne jetzt mal gegen, ob das denn auch stimmt. Passt. Es passt. Ja, wunderbar. Jetzt gucken wir nochmal die Challenges, was ich da jetzt insgesamt gespart habe. Und dann nehme ich mir den jetzt aber mal. Und schreibe das mal von hier ab, von den Trackern.
wie viel das insgesamt ist, weil das erfasse ich ja so jetzt nicht irgendwie separat. Ich denke, das reicht auch auf den Trackern. Da schreibe ich ja immer nur am Ende des Monats dann das Gesamtergebnis auf. Genau, hier hatte ich ja mal Geld aus dem, hier aus diesem Kleingeld rausgenommen und hatte das gewechselt in Scheine. Deswegen ist es eigentlich nicht raus, sondern hier mit drin. So, und Challenges sind insgesamt 1025,58 €. Wow. Also die wirklich die Challenges, Leute, ich vergesse die immer wieder. Das ist ein Wahnsinn, was da schon an Geld einfach drin liegt. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt gespart mit allem drum und dran oder zurückgelegt 9.365,58 €. Ich komme meinem Ziel, oder ist ja kein Ziel, ne? Ziel ist ja immer auch irgendwie ein Ende, aber meinem Zwischenziel, die meine ersten 10.000 Euro immer näher, Leute. Ich bin echt begeistert. Ich bin echt froh. 9.365,58 € insgesamt. Weiß ich nicht. Das ist echt krass. Also ich bin wirklich, wirklich stolz, froh. Ich weiß, also mir fehlen da immer jedes Mal die Worte, weil das einfach so, ja, keine Ahnung, das ist für mich halt einfach so toll. Ich werde jetzt hier schon mal alles ausfüllen. Ich weiß zwar nicht, was jetzt in der fünften Woche noch passiert, aber es ist nichts geplant. Deswegen trage ich das jetzt einfach ein. Zur Not beim fünften Wochenabschluss korrigiere ich das dann nochmal. Zusätzliche Einnahmen hatte ich diesen Monat 80 Euro insgesamt. Und in den Spartöpfen habe ich insgesamt 200 Euro ausgegeben. Und das war's für diesen Monat. Ja, gerne öfter solche Monate. Vor allem so kann es weitergehen, ne? Also bisher habe ich ja wirklich bis auf so ein paar Ausnahmen immer Glück gehabt. Es ging immer stetig nach oben. Also, dass ich jetzt keine unverhoffte größere Ausgabe hatte, gab es zwar schon mal. Einmal mit der Stromnachzahlung und einmal, wo mein Auto abgeschleppt wurde. Aber danach ja nichts mehr. Und das merkt man auch daran, dass der Notgroschen schon seit Ewigkeiten unangetastet ist. Ne? Und es ist einfach schön, das so allmählich wachsen zu sehen. Ne? Weil man kann das ja immer nur, da muss man immer dran denken, man kann es immer nur in seinem eigenen Tempo machen. Und jeder hat ein anderes Tempo, weil jeder hat einen anderen Verdienst oder anderes Einkommen oder andere Möglichkeiten, andere Voraussetzungen. Ich bin alleine, ich habe zwei Katzen. Ja, die kosten auch Geld, die kosten nicht wenig Geld. Ne? Aber es ist nochmal ein Riesenunterschied. Es gibt Leute, die haben als Haustier ein Pferd oder so. Ne? Das ist natürlich wesentlich teurer. Oder ein Hund ist auch teurer als Katzen, glaube ich, also denke ich. Und dann gibt es Familien, Kinder, Alleinverdiener, Alleinerziehende und so weiter und so fort. Ne? Also da sind immer ganz viele Faktoren treffen da aufeinander. Das ist jetzt mein Budget mit meinem Einkommen, was ich habe, inklusive Nebenjob. Und ja, mit meinen Fixkosten, mit dem, was ich mir setze, wo ich mich so ein bisschen ja einfach zusammenreiße in manchen Dingen, ne? Und genau, und das ist halt komplett ja für jeden individuell, genauso wie so ein Budget für jeden individuell ist, die Aufmachung. Nicht jeder hat Lust auf so ein Buch hier. Mir macht das total viel Spaß. Aber das ist halt nicht für jeden das Richtige. Nicht jeder hat Lust auf diese Budgetbinder hier, ne? Oder auf diese Challenges. Ne? Viele sehen da gar keinen Sinn drin. Mein Freund zum Beispiel war am Anfang auch skeptisch, ne? Und hat gesagt, warum? Warum so?
Na, ihr wisst, wenn ihr aufmerksam immer verfolgt habt, der unterstützt mich, wo es nur geht. Na, ich sage nur hier mit den 50 Euro wegen dem Ausflug, den ich mit den Kindern gemacht habe oder mit der Heißluftfritteuse oder so. Also der unterstützt mich, wo es nur geht. Aber am Anfang war der auch so ein bisschen skeptisch und hat gesagt, okay, finde ich super, was du vorhast, dass du jetzt endlich mal sparen möchtest und ne, nicht mehr irgendwie ständig dein Geld ausgeben willst. Aber sagt er, warum gehst du nicht hin und schiebst das Geld einfach erstmal auf ein Tagesgeldkonto? Warum musst du das da jetzt in irgendwelche Umschläge sortieren? Ja, das ist, weil das zum Beispiel überhaupt nicht sein Ding wäre, ne? Oder ist. Es ist nicht sein Ding. Er versteht das, er akzeptiert das, er findet es cool, aber es wäre nicht seine Art, ne? Er macht das anders. Er macht das halt auf Konten, verteilt das da und findet das so ganz toll. Ne? Und genauso ist jeder halt individuell und kann das für sich individuell gestalten. Und am besten so, dass es dann auch wirklich Spaß macht. Ne? Und ja, so habe ich das Richtige für mich gefunden und viele andere auch, die auch hier immer zugucken, fleißig kommentieren. Und dafür bedanke ich mich. Und ja, in dem Sinne bin ich richtig froh und beende das Video richtig froh mit so einer tollen Summe. Und ja, würde mich freuen natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, tschüss.